Neben Kraft und Schnelligkeit kommt es beim Football auf den Quarterback an. Bei den St. Christians ist das die Nummer 7, Alexander Rikeles. Der erst 20-Jährige spielte letztes Jahr noch bei den Juniors. In dieser Saison führt er die Freiburger Footballer von Sieg zu Sieg. Die St. Christians in Lila von rechts nach links. Langer Pass von Rikeles auf Patrick Schweizer. Touchdown Freiburg, 6:0. Das geht ja gut los. Der Extrapunkt wird nicht verwandelt. Thomas Huber kann den Ball nicht fangen. Kicker Konrad Werle kann ihn wenigstens noch vor den heranstürmenden Warriors sichern. Kurz danach wieder die Hausherren. Rikeles, diesmal mit einem Pass auf Daniel Bolze. Der setzt sich gut durch und läuft in die Endzone. 12:0 St. Christians. Nach einem schwachen ersten Viertel die Freiburger jetzt ganz stark. Die Chance auf den Extrapunkt wird aber wieder vergeben. Daran müssen die Freiburger offensichtlich noch arbeiten. Dann endlich die Fellbach Warriors. Quarterback Marco Markovic auf Heiko Wolf. Der Anschluss nur noch 12:6. Die Man in Orange bislang noch ohne Sieg in dieser Saison. Und der Extrapunkt scheint heute schwierig zu sein. Die Gäste können den Ball zwar kicken, jedoch nicht zwischen die Stangen, daneben. Fellbach kommt ran, aber Alexander Rikeles ist heute in Topform. Der Spielmacher mit einem weiten, langen Ball auf Patrick Schweizer, der mit dem Catch, Touchdown St. Christians. Bereits der dritte Touchdown-Pass des Nachwuchs-Quarterbacks an diesem Nachmittag. Das mit dem Extrapunkt-Kicken klappt ja bekanntlich nicht so gut. Coach Jochen Kern sagt deshalb die Variante an, die Two-Point-Conversion. Ein weiterer Touchdown-Versuch, der dann 2 Punkte einbringt und der klappt. Halbzeitstand 20:6 für Freiburg. Die Warriors im dritten Viertel besser. Marco Markovic weiß nicht wohin mit dem Ei, aber der Verzweiflungspass in die Mitte kommt an. Fellbach erst kurz vor der Endzone gestoppt. Und die Chance lassen sich die Gäste nicht mehr nehmen. Christian Pfisterer mit dem Touchdownlauf zum 20:12. Es wird doch noch einmal knapp. Aber da sind ja noch die Extrapunkte. Der Kicker der Warriors ganz schlecht, etwa 15 Meter neben die Stangen. Freiburg im letzten Viertel wieder da. Rikeles in Bedrängnis findet Rossio Herzog und der leichtgewichtige Running Back zeigt, was alles in ihm steckt. Freiburg im Vormarsch. Und die Lilanen erzielen noch einen Touchdown in Person von Alex Gankiewicz. Am Ende gewinnen die Freiburger Christians mit 30:12 und bleiben auch dank ihres Quarterbacks im vierten Spiel ungeschlagen. Ich will mich nicht selbst loben, können Sie einen Coach fragen, aber ich denke, ich war gut, also es war schon okay. Euer Team strebt nach vorne, wie weit kann es noch gehen in dieser Saison? Ich hoffe, dass wir aufsteigen, also es ist auf jeden Fall unser Ziel und das werden wir auch durchsetzen, denke ich mal, hoffe ich. Na gut, wir sind jetzt Tabellenführer, aber es sind erst 4 Spiele gespielt. Wir haben jetzt 2 sehr schwere Auswärtsspiele in Holzgerlingen und die Woche drauf in Ludwigsburg und dann zu Hause gegen Holzgerlingen. Das sind sozusagen die Wochen der Wahrheit und da muss sich das Team dann beweisen und wenn wir das unbeschadet überstehen, dann denke ich, sind wir verdient am Platz an der Sonne. Ja. Der Freiburger Football ist auf dem Vormarsch. Die Regionalliga greift beinahe. Der Aufstieg wäre für alle Beteiligten ein Riesenerfolg.